Willkommen zur Pressekonferenz nach dem DEL-Spiel RC Ingolstadt gegen die Duisburger Füchse. Ich darf noch einige andere Endergebnisse durchgeben. Düsseldorf-Frankfurt 2:3, Hamburg-Mannheim 3:1, Nürnberg-Straubing 6:2, Köln-Augsburg 2:1 und Berlin-Krefeld 5:7. Glückwunsch, Karel Lang, zum heutigen Sieg. Ihr Statement zur Partie, bitte. Guten Abend zusammen. Ich bin natürlich sehr glücklich über den Sieg, weil wir haben nach dem letzten Spiel zu Hause gegen Hamburg sehr viele Kräfte verloren. Wir haben nur 4 Verteidiger gehabt. Gott sei Dank, heute haben wir schon alle 6 dabei gehabt. Und trotzdem muss man große Lob sagen an alle. Die Kräfte einfach, die haben gefehlt. Und von Minute zu Minute hat man gesehen, dass die Jungs nach so vielen Überzahl- und Unterzahlsituationen einfach sehr hart arbeiten mussten. Aber die haben Herz gezeigt und bis letzte Minute gefightet. Und wie ich schon gesagt habe, ich bin sehr glücklich. Dankeschön. Dankeschön, Karel Lang. Mike Krzyzewski, Ihr Statement zur heutigen Partie, Ihr Statement, please. I'd like to congratulate the other coach. You know, the players played very hard. I was quite pleased with some of the players, the young players especially. Vogel, we had to move him up front. You know, so we put him in an awkward position, but I thought he did very well. And even Schwarzbeck on the defense. We had our chances. You know, we just didn't score. And they came up with the goal at the end. But the boys played hard. You know, it hurt when Bellissimo went out, though. And hopefully we just get a couple of guys back, but we have to score on our chances. Jimmy played well. We can't let, you know, players. We're not going to win a game by goaltending. He's kept us in a lot of games, and we're just going to have to score a few more goals. Ja, erstmal möchte ich Karel Lang und seine Mannschaft zum Sieg gratulieren. Ich muss meine jungen Spieler besonders hervorheben. Vogel hat einen guten Job gemacht. Er war in der Offensive heute eingesetzt, und auch Schwarz muss ich hervorheben. Es war natürlich für uns schwer, sagt der Mike Krzyzewski, dass als Bellissimo aus dem Spiel war, hier noch etwas zu reißen. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? An Fischer. Die Frage ist eigentlich, wie lange der jetzt Ingolstadt noch mit diesem Kader spielen will, weil man merkt ja, dass die Mannschaft aus dem Zahnfleisch daherkommt, und seit Wochen wird darum gesprochen, dass Neuzugänge kommen, und ein Metigens trainiert seit Wochen mit, soll sogar guten körperlicher Verfassung sein. Warum wird er nicht lizenziert? Ich meine, wenn die Spieler erst dann nach Ingolstadt kommen, wenn der Zug abgefahren ist, dann sollte man sich das Geld sparen, aber es wird doch endlich Zeit. Man merkt, dass die Mannschaft wirklich nicht in der Lage ist, körperlich noch was zu bringen bei so wenig Leuten. Yeah, we're looking for new players. You know, it's very easy right now to get third and fourth liners. You know, between Greg and I, we've got a whole list of third and fourth liners. So we're trying to find, you know, better players. I'm sure just like the other coach is trying to find better players. You know, what do you want me to say? We're still on the phone every day looking around, and we're still shopping just like the other team. Okay, ist natürlich klar, dass wir uns da umschauen bei der aktuellen Lage. Und er sagte, es gibt natürlich viele Spieler auf dem Markt, die für die vierte Reihe geeinigt sind, aber man sucht einfach bessere Spieler, passende Spieler zu diesem Zeitpunkt. Weitere Fragen? Der nicht lizenziert wird mit Higgins? In den nächsten Tagen entscheiden. Also es gibt noch einen medizinischen Check, und dann wird darüber entschieden. Gibt es weitere Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann darf ich allen noch ein frohes neues Jahr wünschen und Karel Lang und seiner Mannschaft einen guten Nachhauseflug. Und wir sehen uns dann wieder zum nächsten Spiel am 10. Januar um 19:30 Uhr gegen die Iserlohn Roosters. Dankeschön.